Ja, Bernd, jetzt fahren wir zum Potsdamer Platz. Da kommen mir so Schwarz-Weiß-Aufnahmen in den Sinn. Boheige Tour, Berliner Großstadtleben, 20er Jahre. Da war doch wirklich was los, oder? Da war in der Tat was los. Da gab es unter anderem das große Haus Vaterland, was ein Gebäude war mit ungeheuer viel Vergnügungsetablissements. Da waren Hotels und, und. Davon ist nichts übrig geblieben. Das, was wir heute sehen, ist alles völlig neu. Mhm. Und mancher fragt sich natürlich, wo ist eigentlich der Platz? Ja, das würde ich mich als erstes fragen. Ich weiß es zum Beispiel nicht. Man nimmt ihn auch kaum wahr. Ja. Im Grunde war der Potsdamer Platz nichts anderes als ein großer Straßenstern, wo gleich mehrere Straßen, also nicht einfach eine Straßenkreuzung, sondern mehrere Straßen sternförmig aufeinander kamen. Und das machte ihn natürlich zu einem Verkehrsknotenpunkt im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Die Verkehrsdichte dort war unerhört hoch. Deswegen auch wahnsinnig zentral. Also. Wahnsinnig zentral. Ja. Und das ist so ein typischer Punkt, den man immer hat in einer Stadt, die traditionell eine Grenze hat. Also Berlin, muss man sich vorstellen, hat in der Stadterweiterung im 18. Jahrhundert und am Ende dieser Stadterweiterung des 18. Jahrhunderts der Leipziger Platz. Mhm. Was und dann, ein klassischerer Platz wäre. Das, was ja ein klassischer Platz ist. Und das Anwachsen vor allen Dingen gar nicht mal so sehr Berlins, sondern der umliegenden Dörfer und kleinen Städte, die übrigens erst seit 1920 dann Groß-Berlin bilden, das führte dazu, dass der Verkehr immer dichter wurde. Also alles, was dann in diese Stadt rein wollte, musste über diese Straßen reinkommen. Und deswegen haben wir am Potsdamer Platz eine typische Situation, wie sie einem immer wieder begegnet, die Grenze zwischen einer alten Stadt und neuen Siedlungen. Das funktioniert städtebaulich höchst selten wirklich gut. Das war hier in Berlin tatsächlich auch ziemlich eindrucksvoll gelöst. Die andere Seite, die andere Grenze der Stadt Berlin, der Alexanderplatz, ist heute immer noch ein riesiges, ungelöstes städtebauliches Problem. Das gibt es in allen möglichen Städten, weil einfach die Straßen branden gewissermaßen an diese alte Stadt ran, bringen diese ganzen Kutschen und Pferde und später natürlich die Autos und so weiter. Das muss dann irgendwie organisiert werden. Und manchmal geht es eben wirklich auf Kosten der Stadtplanung. Der Stadtarchitektur, aber die Leute haben trotzdem ihren Spaß. Also ich kann mir durchaus vorstellen, auch wenn es stadtplanerisch nicht so geklappt hat, wenn ordentlich was los ist, dann ist es auch noch gut. Das ist genau der Fall, heute auch wieder am Potsdamer Platz. Der funktioniert ausgezeichnet. Da gibt es Kneipen, das ist ganz wichtig. Dann gibt es eine Einkaufsmeile, das ist auch ganz wichtig. Und das zieht die Leute an. Es ist ein Ort, an dem man immer wieder Touristen trifft. Es ist allerdings etwas, was sich stärker jetzt in die Gebäude verlagert hat. Ja. Also unterm geschützten Dach spielen sich diese Dinge mehr ab. Hatten übrigens die Stadtplaner ein bisschen anders im Kopf. Die wollten das mehr, dass es auch wieder nach draußen geht, aber das, die Investoren, die haben gesagt, nee, wir wollen also die Leute drin haben. Genau. Also aber es funktioniert Platz, trotzdem. Es gibt am Potsdamer Platz keinen Platz, aber er funktioniert trotzdem ganz gut. So ist es.